ist bei Norden oder so. Bevor wir zur Siegerehrung der letzten drei Plätze kommen, muss ich noch etwas ernst werden und noch etwas zu der Fahrzeugsituation in Baku sagen. Ihr wisst ja alle, dass es in Baku nicht ganz so gelaufen ist, wie wir uns das alle vorgestellt haben. Das Organisationskomitee hatte schriftliche und mündliche Zusagen vom Sportminister Raminow, dass wir auf einem sehr schönen Platz, nämlich auf dem Platz der Republik, empfangen werden. In diesem Staat hat sich dann einiges geändert und plötzlich waren alte Autos nicht mehr angesagt, weil die Fernsehteams die jetzt für Eurovision auftreten, eben nur schöne Autos sehen sollten. Deswegen wurden wir, und es tut uns allen leid, für uns und für euch, auf einen sehr hässlichen Platz geschickt. Dort ging es etwas rüde zu. Die Leute waren verärgert, ihr wart verärgert, einzelne so verärgert, dass sie die Autos sogar selbst zerstört haben. Schade, aber die Gründe wollen wir gar nicht analysieren. Aber jetzt gibt es immer wieder Gerüchte, obwohl wir das sehr deutlich gesagt haben, das Organisationskomitee oder irgendjemand würde die Fahrzeuge an die Mafia oder an die Polizei oder an sonst jemand verscherbeln. Ich habe versucht, das zu erklären, aber heute wurden diese Gerüchte wieder gestreut. Ich will das jetzt ganz klarstellen. Wir haben einen klaren Vertrag abgeschlossen zwischen dem Rallye-Organisationskomitee, zwischen dem honorigen Konsul Hauser, der voll hinter dieser Sache steht, und der Regierung bzw. dem Sportministerium von Aserbaidschan. Das ein Wort des Ministers und schriftliche Zusagen nichts gelten, tut uns leid, wir können nichts dafür, so ist es eben in einem solchen Staat. Aber eins kann ich euch definitiv zusichern, der Konsul Hauser wird auf den Vertrag bestehen und er hat schriftlich mitgeteilt und ihr alle bekommt die Mails und die Informationen, dass diese Autos verwertet werden. Verwertet heißt entweder als Ersatzteile verkauft oder noch ganz die einzelnen nicht zusammengefahren haben, dass die einfach verkauft werden und das Geld Flüchtlingskinder aus Bergkarabach bereitgestellt werden. In einem solchen Land, wir sind zum ersten Mal in einem